Ein letzter Gang und dann hat er es endlich geschafft. Felix Schneider konnte heute sein Abschlusszeugnis entgegennehmen. 3,5 Jahre Ausbildung zum Anlagenmechaniker liegen hinter ihm. Mit 94 von 100 möglichen Punkten in der Abschlussprüfung ist er damit sogar Jahrgangsbester im Kammerbezirk Cottbus. Hab mir von Anfang an der Lehre ein Ziel gesetzt, was ich erreichen wollte. Habe ich mit der Zwischenprüfung nicht ganz erreicht gehabt, aber im Endeffekt, also dann habe ich gemerkt gehabt, jetzt muss noch ein bisschen kommen. Kam hinten raus gut und ja. So wie Felix wurden heute Vormittag 12 weitere Azubis bei der LWG feierlich ins Berufsleben entlassen. Jörg Lange war der Ausbilder der jungen Männer. Er hat ihre Entwicklung miterlebt und ist mit dem Gesamtergebnis der Gruppe zufrieden. Wir haben in dem Sinne wirklich zweimal die Note 1, was man hervorragend nennen kann. Das muss man auch hervorheben. Das ist nicht geschenkt worden, sondern ein harter Kampf. Und die Noten 2, die erreicht wurden, sind ebenfalls schwer erarbeitet. Das Dreier-Mittelmaß erlangen viele Azubis in der Ausbildung. Und das kann man sagen, in dem Sinne mit 2,33 können wir für dieses Lehrjahr sehr zufrieden sein. Stolz auf ihre Lehrlinge sind auch die zahlreichen Partnerunternehmen der LWG. Viele von ihnen schicken schon seit Jahren ihre Azubis in die LWG-Lehrwerkstatt, so auch die Stadtwerke Cottbus. Wir machen das nicht das erste Jahr, sondern machen das, ich glaube, schon den zweiten, dritten, wenn nicht sogar vierten Ausbildungsrhythmus. Auch in dem Rhythmus das erste Jahr bei der LWG und dann den praktischen Teil bei uns. Sehr gute Ausbildung in der Lehrwerkstatt und viele Sachen, die die Jungs dann auch anwenden können, auch bei uns im Netzbetrieb Fernwärme. Auch in diesem Jahr werden wieder Anlagenmechaniker in der Region ausgebildet. Für LWG-Geschäftsführer Reinhard Bär ist vor allem eine hohe Ausbildungsqualität in seinem Unternehmen wichtig. Denn die wirkt sich auch auf die Azubi-Zahlen in der Lehrwerkstatt aus. Wenn alles klappt mit den Verträgen, werden wir im nächsten Jahr nochmal eine leichte Steigerung haben. Das heißt, im Herbst diesen Jahres werden wir wahrscheinlich bei 16 Lehrlingen liegen. Von der Kapazität der Lehrwerkstatt können wir so ungefähr 20 Lehrlinge pro Lehrjahr ausbilden, was die Arbeitsplätze betrifft, Spinde, Waschmöglichkeiten und von den Verfügbarkeiten in den Klassen stärken. Ja. Doch jetzt stehen erstmal noch die Azubis der letzten 3,5 Jahre im Mittelpunkt. Einige von ihnen konnten heute schon einen Arbeitsvertrag im Ausbildungsbetrieb unterschreiben, so wie Felix. Ich freue mich, dass ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe und weiterhin für die Stadtwerke Cottbus arbeiten darf. Felix und Co. feiern heute aber erstmal ihren Erfolg, bevor sie sich dann alle ins Berufsleben stürzen.